Wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde der Sonne. Herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play FIFA 18 Ultimate Team mit Paxis. Es ist der Samstag und wir fangen an. Und ich will mir vor allem als Vorbild, als Beispiel aus meiner gestrigen Aufnahmesession den Spieler nehmen, den ich so krass dominiert habe mit über 70% Ballbesitz und der halt aber halt trotzdem 100% diszipliniert gespielt hat und am Ende 1-0 gewonnen hat. Weil genauso muss man spielen, diszipliniert bis zum Ende, egal was ist. Egal wie das Spiel läuft, und ja, das fällt mir halt trotzdem immer noch schwer. Gerade wenn der Gegner halt unverdient Tore schießt oder so, oder es nicht so läuft, wie ich will, oder keine Ahnung. Deswegen, genauso möchte ich spielen. Ich muss mir das einfach jetzt immer wieder ins Gedächtnis rufen. Diszipliniert von Anfang bis Ende, dann erhöht man deine Wahrscheinlichkeit, das Spiel zu gewinnen. Und das ist dann auch gut für die Folgespiele. Wenn ich so immer spielen würde, ich wette, ich wäre schon mindestens einmal Elite 3 gewesen, diesen FIFA. Bin mir ziemlich sicher. So, jetzt aber Konzentration. Egal wie es läuft, bis zum Ende diszipliniert bleiben. Keine sinnlosen Wutgrätschen, es sei denn, es steht 5-0 oder so, dann darf man auch mal aufgeben. Oh, das haben wir gut gemacht. Schade, aber es war ein schönes Dribbling von Gnabry. Da haben wir uns relativ einfach um den Gegner rumdrehen können. Schöner Pass auf Origi, aber. Da hätte ich wahrscheinlich direkt köpfen sollen oder so. Aber guter Anfang. Bisher verteidigen wir es ganz gut. Schlecht antizipiert von mir. Oh, danke Ginter, danke, 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 der war wichtig. Keine Ecke, keine Ecke. Oh, ich krieg's nicht hin, diesen beschissenen Pass in den Lauf zu spielen. Jedes Mal schafft es, seinen Fuß reinzubekommen. Ärgerlich. Das ist eine Grätsche. Oh, fuck! Der ist schon sehr aggressiv auf jeden Fall in der Verteidigung. Wieder schlecht antizipiert von mir. Warum denn inne? Außen der Laufpass bitte. Wenn du nur einmal schaffst, so einen gefährlichen Pass zu spielen, dann ist das halt auch ein Tor, aber.
Ich krieg's bisher einfach nicht hin. Und der Gegner ist. Oh fuck! Der Gegner ist auch immer knapp davor, in eine gefährliche Situation zu kommen. Ich wollte natürlich auf Origi passen. Jetzt wieder richtig antizipiert. Fuck. Aber ich wäre gerade nervös. Ich muss aufhören, nervös zu werden. Ganz in Ruhe. Wir haben, wie gesagt, wir brauchen ein, zwei, oder wir brauchen einfach nur eine Situation, wo wir den Pass durchgesteckt bekommen und dann rennen wir alleine aufs Tor zu. Wir hatten auch schon zwei große Chancen, von daher ganz ruhig bleiben. Auch wenn wir jetzt irgendwie den Gegentreffer kassieren, ruhig bleiben. Da wollte ich natürlich nicht hinpassen. Einfach ruhig bleiben, einfach ruhig bleiben. Das ist so ein Spiel. Diszipliniert bis zum Ende spielen und dann werden wir schon gewinnen. Diszipliniert bleiben, ruhig bleiben. Auch wenn wir jetzt ins Gegentor fressen. Diszipliniert bleiben, ruhig bleiben. Okay, ich habe mich versucht, damit erstmal abzulenken. Wieder versucht alleine zu machen.
Ist halt eigentlich viel zu aggressiv in seiner Verteidigung. Ja, das von viel, müsste doch eigentlich schon viel, viel häufiger ausnutzen. Will ich schon jemanden wechseln? Ich glaube, Origi. Coman lasse ich, glaube ich, mal noch. Läuft irgendwie die Nase. Moment. So. So, ganz ruhig bleiben, diszipliniert bleiben, ruhig bleiben, diszipliniert bleiben, ruhig bleiben. Ich hätte zwar eigentlich seine aggressive Spielweise schon ausnutzen, aber manchmal ist es halt so, dass es nicht funktioniert und einfach sind das bessere Team, sind die bessere Mannschaft, ruhig bleiben, diszipliniert spielen. Schön gemacht von Sokrates. Na endlich! Oh mein Gott! Es wurde aber auch Zeit! Gnabry, ich glaube sogar mit seinem schwachen Linken, oder? Meine Fresse, ey, was für ein Ding, aber es ist noch nicht durch, das Spiel. Eingeleitet von Coman, Vorlage von Arangis. Ne, es war der steige Rechte, okay. Sehr schön. So, und jetzt gehen wir auf Defensiv und spielen genauso oder noch besser weiter. Jetzt wird der Gegner auf Garanti noch aggressiver und spielt noch schlechter Verteidigung. Verdammt, gut antizipiert. Oh, das hat er auch gut gemacht. Das dann zum Glück nicht mehr. Natürlich unverdient, aber ich habe auch den Fehler gemacht und habe kein Zeitspiel betrieben. Warum, weiß ich gar nicht, aber ich habe nicht dran gedacht irgendwie. Das ist natürlich unverdient, aber es macht nichts. Wir waren da bessere Spieler. Wir bleiben ruhig und diszipliniert und schießen jetzt noch das zweite Tor.
Das war ein Foul. Elfmeter. Interessant, dass es den nicht gibt. Ja, haben wir aber am Ende wieder einen Elfmeter nicht bekommen, ganz klar. Egal, dann machen wir es halt eine Verlängerung. Ist zwar sehr ärgerlich, aber wie gesagt, meine eigene Schuld. Ich habe nicht dran gedacht, auf Zeitspiel zu gehen. Das wäre das nicht passiert. Deswegen, scheiß drauf. Jetzt machen wir einfach das 2-1. Aber es ist auf jeden Fall, also mehr regt mich eigentlich auch, dass es wieder diesen Elfmeter nicht gab. Also teilweise gibt es dann wieder total schwachsinnige Elfmeter und die klaren Elfmeter werden nicht gegeben. Macht es halt leider im 1 gegen 1 gut, das muss man zugeben. Ach du Scheiße. Im 1 gegen 1 macht es halt leider gut, deswegen, da komme ich nicht wirklich vorbei. Deswegen muss ich vielleicht aufhören, mal das 1 gegen 1 gegen ihn zu suchen. Das macht er halt ultra schlecht, aber dann geht es halt ins 1 gegen 1 und da macht das wieder gut, das ist halt nervig. Das war besser gespielt, über Pässe und nicht über das Dribbling. Erste Ecke im Spiel, oder? Oh, zum Glück kommt dann so ein schlechter Abschluss raus. Oh, er macht's wirklich. Fuck you. Egal, ruhig bleiben. Wir haben noch eine komplette Halbzeit. Wir gewinnen das Spiel noch. Oh, was für eine Parade! Was für eine Parade! Fuck! Ja! Sokrates! Ja! Genau das brauchen wir! Verdammt nochmal! Ja! Wichtig! Wichtig! Boom! Jetzt machen wir noch das 3-2, verdammt! Komm schon!
sind die beste Mannschaft, wir spielen diszipliniert, konzentriert und abgebrüht bis zum Ende. Punkt. Oh, zum Glück. Oh, krass. Es ist auf jeden Fall besser geworden. Habe ich nicht getraut, flach zu schießen. Okay, wir bleiben ruhig. Jetzt ist es okay zu verlieren. Es ist halt ein Elfmeterschießen. Wir sind wenigstens an das Elfmeterschießen gekommen. Klar, wir hätten es in der regulären Spielzeit gewinnen müssen, aber das ist jetzt egal. Konzentriert spielen, kein Verschießen. Es ist erst vorbei, wenn es vorbei ist. Okay, der Gegner hat Pech. Der ist schon zwei Mann durch, das ist Pech. Ich hab's geahnt, dass dann mit dem schießt am Ende, weil ich noch nie damit stehen geblieben bin. Und ja, also ich würde sogar sagen, ich habe verdient auf jeden Fall im Elfmeterschießen gewonnen, weil er einen verschossen hat. Wobei ich auch zugeben muss, ich hatte Glück, ich habe zweimal unter den Torhüter durchgeschossen. Das ist halt schon ziemliches Glück eigentlich. Vielleicht hat doch der Glücklichere gewonnen im Elfmeterschießen. Wobei man halt sagen muss, unterm Tor wieder durchschießen, da habe ich ja halt zumindest aufs Tor geschossen. Aber ihn zu verschießen bedeutet zu straff aufgezogen. Also, vielleicht knapp verdient das Elfmeterschießen. Im Spiel, reguläre Spielzeit, hätte ich absolut verdient gewonnen. Verlängerung war verdient unentschieden. Also Verlängerung war verdient unentschieden. Reguläre Spielzeit hätte ich verdient gewinnen sollen. War ein bisschen meine eigene Schuld, wegen kein Zeitspiel. Und vielleicht hätte ich auch schon eher mal einfach mal ein Tor schießen müssen, weil der Gegner einfach total schlecht verteidigt hat. Hat er am Ende besser gemacht. Und ich bin zu oft ins 1 gegen 1 gegangen gegen ihn. Und ja, bin trotzdem zufrieden, dass ich das gewonnen habe. Und wir sind ruhig geblieben bis zum Ende. Das war wichtig. Auch wenn es an einigen Punkten noch nicht so perfekt war und nicht ja optimal lief, beziehungsweise es ja noch besser geht. So 6 Spiele, 6 Scorerpunkte, das ist okay. Aber jetzt noch nichts Überragendes, weil er muss... Was hatte Werner für eine, ich weiß gar nicht mehr, was hat denn Werner gehabt? Es war nicht 1,5, aber es war mehr als 1 auf jeden Fall. 71 plus 43 sind 114.
Durch 103. 1,106. Okay, also ja, da muss Gnabry gar nicht so viel machen. Da muss Gnabry gar nicht so viel machen, um besser zu sein als Werner. Ich habe gedacht, Werner hätte so 1,3 oder so, aber okay, dann hat Werner nur 1,1. Das ist gar nicht mal so überragend. Vor allem, wenn man sich überlegt, dass Mertens 1,5 geschafft hat, dass Icardi knapp 1,5 hat, 1,48 oder so. Aber egal, konzentrieren wir uns. Und wieder diszipliniert spielen. Wenn der Gegner uns abbumst, okay, es gibt nun mal bessere Spieler als ich. Das muss ich einsehen. Punkt aus Nikolaus. Oh, das ist ja mal interessant. Vor allem mit Iniesta als ZOM. Also der ist eigentlich nicht so beliebt. Den habe ich, glaube ich, generell noch nicht so wirklich oft gesehen. Hatte mal kurz als Leihspieler getestet. Da fand ich ihn auch ziemlich schlecht. Aber er hat noch nicht so richtig in mein Team reingepasst. Er scheint ein Barcelona-Fan zu sein. Deswegen hat er den wahrscheinlich. So, konzentrieren. Ruhig bleiben. Diszipliniert spielen. Stellungsfehler von mir. Zum Glück nicht bestraft. Weil der Torhüter wieder den Ball so beschissen weg spielen muss. Ich wollte eigentlich. Ach du Scheiße, ich dachte, da geht daneben. Da haben wir Glück. Ich war aber auch abgefälscht. Ich wollte den Ball eigentlich rauspassen mit dem Torhüter. Jetzt muss man aufpassen, damit wir keine Scheiße bauen. Schmelzer. Da war es okay, raus du. Flanken, das war nicht der Plan. Es könnte sein, dass ich hier aufs 4-1-2-1 so wechseln muss. Ich glaube aber, der Gegner spielt auch einfach gut. Es kam aus dem Abseits richtig dumm. Aber würde sich ärgern, weil er einfach so sinnlos das Abseits ist. Wo man auch nichts dafür kann. Schade. Noch kein einziges Mal geschossen. Denke, ich wechsle mal aufs 4-1-2-1 für mich einfach. Einfach wissen, ob das besser funktioniert. Ansonsten muss ich mich halt mit
der Formation durchboxen. Stellungsfehler macht er ab und zu mal, aber es reicht halt einfach nicht, weil dafür bin ich im 1 gegen 1 einfach zu schlecht. Abseits. Aber ganz ehrlich, ich glaube, der Gegner ist einfach so gut, da wird auch das 4-1-2-1 wohl nichts ändern. Da werde ich einfach mich weiter mit der 4-2-3-1-Formation durchboxen müssen. Denke ich zumindest. Perisic müsste schon der Beste sein hier. Ist auch bald physisch. Ach nee, Torreira noch auf rechts. Okay, schauen wir mal. Ach du Scheiße, krasses Lackertor. Ach du Scheiße, krasses Lackertor. Aber was für ein Sieg. Icardi schießt Perisic an, der fällt dann so ab, dass er noch ans Alu und reingeht. Oh Gott, guckt euch das an. Was für ein Lackertor. Ach du Scheiße. Ich glaube, er wäre sonst nicht rein. Den hätte der Torhüter sonst dringlich gehalten. Sehr krass. Jetzt hoffe ich mal, jetzt weiß ich auch gar nicht, ob die Formation funktioniert und ich wieder umwechseln sollte. Mal gucken. Oh Gott, das müssen wir jetzt, also das Spiel müssen wir jetzt gewinnen einfach aufgrund dieses krassen Lagertores. Ach du Scheiße, das war auch der einzige Schuss. Gut, Gegner hat auch noch zweimal geschossen, aber trotzdem. Was für ein krasses Lagertor, ey. Gott, zum Glück habe ich das noch nicht gefressen, ey. Das ist echt heftig. Konzentrieren. Oh, schade. Eigentlich total riskant rausgespielt. Das hat leider geklappt. Das darf nicht passieren.
Erste Ecke im Spiel. Schön auf Benatia flanken. Oder halt, der rennt einfach weg und wir flanken nicht auf Benatia. Schön antizipiert mit Brozovic. Fuck. Macht mit Gulam. Kein Abseits? Dann war's geil gespielt. Krass, hätte gedacht, wäre Abseits. Okay, 4-1-2-1 scheint besser zu funktionieren, aber ich denke mal, das 1-0 kommt uns auch sehr entgegen. Also ich denke, dadurch ist der Gegner ein bisschen offensiver geworden, wobei es jetzt kein klassischer Konter war. Aber ja, Perisic macht echt Spaß, mehr als ich gedacht hätte. Und ich traue es ihm ehrlich gesagt mittlerweile auch zu, dass er seine 0,5 Scorerpunkte erreicht. Als LM. Warum hat denn der Gegner Pause gedrückt und macht direkt weiter? So, ich hoffe, das 2-0 war der Deckel, aber wir müssen natürlich weiterhin so diszipliniert und konzentriert spielen. Das ist noch nicht mal die 70. Minute. Wir haben ein bisschen Glück, da kann es auch locker 1-2 stehen. Scheiße. Das war richtig dumm. Und jetzt 3 gegen 4, nice. Aber er spielt schlecht aus. Er kann immer noch ein Tor schießen, aber er hat viel zu zeitig abgegeben. Dadurch war dann wieder 3 gegen 3. Er muss halt auf meine Viererreihe, auf meine Dreierreihe zulaufen, damit es halt 4 gegen 3 ist. Oh, das ist rot! Das ist rot, Freund. Da war doch niemand mehr. Come on. Das muss rot sein. Letzter Mann. Komm schon. Na also. Ach, ich würde so gerne, aber es bringt mir nichts. Maximal Vollspann. Das scheint doch gerade so irgendwie zu funktionieren. Hatte ich nicht einen Ball? Das war so nicht geplant.
Ich habe einfach nur auf Schießen gedrückt, den Rest macht er komplett alleine. Also dieses Flash-Schießen war, also ich habe logischerweise gezielt, aber das Flash-Schießen hat er alleine gemacht. Das ist wirklich krass geil, Perisic bisher. Ist klar, es kann auch gerade ein bisschen Glück und Zufall sein und in 10 Spielen denke ich mir wieder, wo bleiben meine Scorerpunkte, aber zurzeit lässt es sich echt geil spielen. Ich meine, er hat jetzt auch logischerweise hier den Vorteil, dass der Gegner bricht kurz vorm Ende ab. Was ist das denn? Hat jetzt auch den Vorteil, dass er hier als Stürmer noch spielen durfte, aber trotzdem macht er halt 3 Tore und ich glaube, das hätte ja auch Icardi machen können, hat er nicht. Klar, ein bisschen Glück und so kommt immer dazu. Torreira und Khedira, nur 2 Vorlagen. Ja, stimmt, das eine war ja ein Angeschossener von Icardi auf Perisic. 3 Tore, sehr geil. Tja, da haben wir am Ende natürlich verdient gewonnen, obwohl das wirklich ein sehr guter Gegner war. Wenn wir nochmal die Scorerpunkte von Perry angucken. Oh Gott, das bleibt natürlich niemals so, das sollte klar sein, aber 6 Spiele, 8 Scorerpunkte als LM. Und selbst wenn man die 3 Tore von gerade abzieht, 6 Spiele und 5 Scorerpunkte, wäre immer noch super krass. Von daher, eieiei. Interessanterweise bisher nur eine Vorlage, aber das war jetzt logischerweise auch krasses Glück, dass er da an dem, dass er gerade jetzt so ein Spiel als Stürmer und da macht er 2, 3 Tore, das ist natürlich auch ein bisschen Glück, aber trotzdem geil. Sehr, sehr geil. So, 60 seltene Goldverträge, was haben wir denn noch so? Normale Goldverträge? Nee. Benatia ist auch ein Spieler, der wahrscheinlich erstmal eine relativ lange Zeit bleibt, deswegen gebe ich ihm auch einen großen Vertrag. Dann war da noch jemand, ja, Tolisso genauso, kriegt auch einen großen. So krass, wie gesagt, habe die seltenen Goldverträge für 200 und 250 Sofortkaufpreis. Mega nice. Gut, in diesem Sinne, wie viel ist es denn? Oh, in 15 Minuten fängt bei mir im echten Leben, in meiner Zeitlinie, die Bundesliga an und die Bundesliga-Konferenz und Samstag und geil und die werde ich mir jetzt angucken. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal, euer Paxis. Ich werde nach dem Bundesliga, nach der Konferenz werde ich dann die nächsten Aufnahmen machen. In diesem Sinne, bis dann.